gestartet, ne? Hi, wir sind live! Ist wirklich dunkel. So. Von oben herab. Genau. Henrik ist da vom Unternehmerkanal. Moin. Christian Röhl ist da, aus Berlin angereist, um rationalen Urlaub zu machen. Und wie läuft da bisher der Urlaub? Wunderschön. Es ist schon fast Halbzeit und ich überlege echt, um noch mal um eine Woche zu verlängern. Meine Frau guckt, glaube ich, jetzt gerade zu und du siehst, ich überlege. Okay. Die ersten Leute sind auch schon online und schreiben Kommentare. Wieder dabei, Josef Fritz. und heute geht es ja wieder in der zweiten Sprechstunde, Aktiensprechstunde, um Aktien, Dividenden. Wir haben Fragen an Christian Röhl hier bei Facebook bekommen. Und sorry schon mal an der Stelle für alle Leute, die jetzt noch nicht einschalten können, weil sie noch arbeiten müssen. Ja, das ist natürlich ganz klar, aber trotzdem noch die Motivation und der Hinweis, immer schön fleißig weiter zu investieren, damit man irgendwann eben nicht mehr arbeiten muss und auch um 13 Uhr einfach mal einen Livestream gucken kann. Aber der Livestream bleibt natürlich auch später online hier für euch, so dass ihr dann später den euch angucken könnt mit den ganzen Fragen und so weiter. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt. Koya, du siehst aus wie mein Zahnarzt mit dem weißen Hemd. Ja? Und da kommt auch noch die letzte Rechnung von letzten Mal, die hast du noch nicht bezahlt. Ja? Henrik, vielleicht liest du uns mal einfach die erste Frage an Christian vor, kurz. Genau, die allererste Frage ist, wer ist Christian überhaupt? Vielleicht hast du ein, zwei Minuten und kannst kurz erzählen. Genau, wer ist der überhaupt? Was ist das für... Was macht der hier? Warum kommt der her? Naja, auch wenn ich mich selbst für einen ganz tollen Menschen halte, ich möchte jetzt nicht unbedingt ein, zwei Minuten über mich reden. Christian, wir Röhl, Unternehmer, Investor, heißt also, ich muss von dem leben, was ich so erzähle, im Wesentlichen von Kapitalerträgen und Dividenden, und darüber schreibe ich auch als Blogger auf dividendenadel.de in einem Buch und kommuniziere eigentlich darüber auf allen Plattformen, die mir so einfallen. Okay, ich rede immer sehr gerne über andere Leute. Christian Röhl ist meiner Meinung nach, zu dem, was er gerade noch gesagt hat, ein absoluter Vorbildkapitalist für uns alle. Er ist unglaublich locker drauf und trotzdem macht er einfach richtig coole Sachen, ohne halt so dieses typische Finanzbranche versteift sein und so weiter. Also man kann richtig gut sich mit ihm unterhalten. Wir haben auch schon zwei richtig, meiner Meinung nach, interessante Videos über den Piotrowski F-Score gerade abgedreht. Die kommen in der nächsten Zeit hier online auf dem Kanal und ich bin ja mega gespannt, was ihr von den Videos halten werdet. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr über Christian. Henrik, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, hoffentlich, vom Unternehmerkanal, und der ist auch gerade in Mallorca zu Besuch, und wir machen so ein bisschen an unseren Projekten weiter und jetzt aktuell assistiert er uns ein bisschen bei den Fragen. Vielleicht liest du uns jetzt mal die erste Frage vor, die ein bisschen so um Content und so geht. Ja, super gerne. Also ich kombiniere einfach mal zwei Fragen, die gehen in die gleiche Richtung, und zwar: Was sind die Zukunftspläne von Christian bezüglich dem Dividendenadel-Projekt? Auf was dürfen wir uns in der Zukunft denn so alles freuen? Mhm. Und eine weiterführende Frage dazu: Wird es eine Datenbank zum Dividendenadel geben, sodass man selbst filtern und suchen kann, und das am besten mit tagesaktuellen Daten? Oh, okay. Also du merkst die Ansprüche? Ne? Ja, die Ansprüche steigen, und die kann ich eigentlich überhaupt nicht befriedigen. Ich arbeite mit einer guten Datenbank, nämlich Bloomberg, auf die ich meine eigenen Tools aufgesetzt habe. Ausschnitte daraus gibt es im Internet. Vielleicht gibt es in Zukunft auch ein paar andere Formate, auf denen ich das zeige. Aber eine Datenbank wird sicherlich nicht geben, weil mein Hauptjob ist investieren. Mein zweiter Job ist, darüber zu reden, darüber zu schreiben. Aber Datenbank, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist Technologie. Da gibt es ganz viele, die können das viel besser. Beispielsweise in den USA, Guru Focus, eine tolle Datenbank. Oder natürlich auch in Deutschland, die Gruppe um Simon Bechinger vom TraderFox. Die haben ganz tolle Screening-Tools. Und für mich wäre es wahnsinnig viel Aufwand, um vielleicht 3 mm besser zu sein als die. Und dafür ist mir sowohl meine Zeit als auch meine Energie zu schade. Aber nichtsdestotrotz, im zweiten Halbjahr, wir werden ein paar coole Aktionen haben. Freut euch drauf. Ja, genau. Und hast du denn langfristig irgendeine Vision mit Dividendenadel? Oder ist es einfach nur so ein cooles Projekt von dir, was du so nebenher machst, um einfach so die Dividendenaktien schmackhafter zu machen und einfach so ein Leidenschaftsprojekt ist? Oder hast du da richtig so eine
meine Mission ist, die Welt zu verbinden, wie Mark Zuckerberg immer sagt. Nein, also, so eine Vision in der Form habe ich nicht. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, einen kleinen Beitrag, dass mehr Leute entdecken, dass man mit Aktien seine Altersvorsorge oder auch generell seine finanziellen Ziele und Wünsche optimieren kann. Wenn mir das gelingt und ich dadurch für mich persönlich an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Zusatz-Cashflow durch Veranstaltungen, Seminare, Content-Vermarktung erreichen kann, dann ist das fein. Ansonsten für mich ist es wirklich ein Spaßprojekt. Ich habe vor 10, 15 Jahren im Internet mal im Finanzmedienbereich was gemacht, was State of the Art war mit einem PDF-Newsletter. Das ist ziemlich gut gelaufen. Muss sagen, für mich ist diese ganze neue Welt seit anderthalb Jahren mit Facebook, mit Instagram, mit Internet, den sozialen Medien, was es an Möglichkeiten gibt, einfach auch eine Chance, up-to-date zu bleiben. Ich bin vor 6 Monaten Vater geworden und ich möchte, dass mein Sohn irgendwann, wenn er mal älter wird, auch noch sieht, der Alte hat es doch drauf und der kümmert sich noch ein bisschen um diese neuen Technologien. Ich will ja nicht abgehängt werden. Okay, dazu kommen wir auch noch gleich zu dem Thema, so sparen für Kinder und investieren und so. Hier waren 2 Fragen, habe ich gerade kurz gelesen, zum Dividendenadel. Und zwar, gibt es dazu irgendwann ein Hörbuch oder habt ihr da keinen Bock drauf? Ja, Hörbuch wird es geben, wenn ich es denn endlich mal schaffe, das Buch zu überarbeiten. Also einfach nur die Tabellen zu aktualisieren, finde ich ein bisschen blöd, weil die Tabellen gibt es ja auf der Website auch und dafür extra ein neues Buch. Das sieht dann schon wieder so aus, als wenn man jetzt irgendjemandem da nochmal 20 Euro aus der Tasche ziehen will, ohne wirklich zu arbeiten. Das finde ich ein bisschen blöd. Wenn ich das denn mal geschafft habe, eine umfangreiche Überarbeitung von dem Buch zu machen, dann wird es sicherlich auch ein Hörbuch geben. Ich muss dazu sagen, dass ich mich dazu natürlich erstmal durchrede muss, das ist richtig Arbeit. Ich habe gedacht, ich kann auf Mallorca hier schon mal anfangen, aber irgendwie sind mir so wahnsinnig viele... Mit dem Hörbuch? Ja, nein, mit dem Buch schreiben. Ach so, ich würde gerade sagen. Aber mir sind so viele Ideen gekommen und ich habe so viele andere Sachen gemacht, da muss ich sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Sorry. Hier kommt eine Frage ganz speziell zu Dividendentiteln. Macht es denn überhaupt Sinn für junge Anleger im Stichwort bei kleinen Erträgen und Versteuerung und so weiter, Dividendenaktien? Naja, also es ist ja grundsätzlich schön, wenn man überhaupt auf seine Anlage einen Ertrag bekommt. Und diesen Ertrag muss man halt immer irgendwie versteuern. Insofern die Frage ist, machen Dividendenaktien Sinn? Ist ja, wenn man sie ein bisschen auf eine Metaebene zieht, macht es überhaupt Sinn, in Unternehmen zu investieren, die Geld verdienen und ihre Aktionäre damit auch befriedigen? Oder sollte man nicht lieber in Unternehmen investieren, die vielleicht kein Geld verdienen, die irgendwann mal große Träume haben, um dann die Weltherrschaft zu erringen? Sind ja jetzt ein paar davon an die Börse gegangen. Ich würde Dividenden nicht immer nur als das sehen, was aufs Konto tröpfelt und was man dann vielleicht versteuern muss, sondern Dividenden sind zunächst die Essenz des Aktieninvestments. Denn wenn es keine Börse gäbe, wo man die Aktien kaufen und verkaufen kann und vom Handelsgewinn leben kann, wäre die Dividende klassischerweise der einzige Lohn, den man für die Zurverfügungstellung von Eigenkapital als Aktionär bekommt. So ist es übrigens auch bei einer nicht notierten Aktiengesellschaft, von denen es in Deutschland 12.000 gibt. Und insofern, wer zuverlässig Dividende zahlt, ist zunächst mal ein Qualitätsunternehmen. Und insofern ist es auch eine Möglichkeit, Unternehmen zu filtern. Wie wäre das eigentlich mal so eine kleine Frage von mir? Du bist ja schon länger auch in diesem Thema drin und so, aber bei nicht börslich notierten AGs, ja, stell dir mal vor, als junger Unternehmer sagt man jetzt, entdeckt man irgendwie eine nicht börslich notierte AG und denkt sich so, boah, hier könnte ich, glaube ich, richtig Mehrwert stiften, auch vom Know-how her, und würde gerne in diese investieren, so, ja. Wie würdest du da zum Beispiel rangehen, wenn du jetzt einfach sagst, boah, da gibt es ein Unternehmen, das ist eine AG, aber die sind nicht an der Börse, aber du würdest trotzdem unglaublich gerne Anteil haben oder auch von einer GmbH, so, wie würdest du da rangehen? Würdest du dich da vorstellen oder würdest du erstmal recherchieren und dann versuchen zu sagen, hey, ich könnte euren Laden umschmeißen und besser machen, oder was wäre das so deine Herangehensweise? Ja, also natürlich, frech kommt weiter, es ist definitiv die Devise, aber damit man wirklich weiterkommt, sollte man möglichst alles wissen. Wenn man glaubt, dass man in diesem Unternehmen wirklich einen Mehrwert bringen kann, wenn man sich da beteiligt, dann sollte man alles über dieses Unternehmen wissen, man sollte genau auf den Punkt bringen können, möglichst kurz und möglichst unterhaltsam oder interessant, was man für dieses Unternehmen tun kann, und einfach mal es mal riskieren, weil was habt ihr zu verlieren? Ja. Mehr als Nein sagen können die nicht, aber in der Regel habt ihr nur eine Chance, wirklich die besonders gut vorbereiten. Ja, so war es ja damals auch beim anderen Christopher, der hat nämlich investiert in eine Eisdiele damals in Berlin, Christopher Altwein. Übrigens eine sehr gute. Wir waren letztens da mit Jonathan Neuschler und das hat richtig Spaß gemacht.
Ah, okay, cool. Ja, der hat die einfach angesprochen, weil er immer da war und fand das Eis so lecker. Und hat er, haben die erstmal, waren die nicht so begeistert davon von der Idee und hat er aber immer wieder irgendwie angesprochen. Und dann irgendwann haben sie ihm halt gesagt, okay, na gut, dann gib uns halt dein Geld. okay, Henrik, nächste Frage von Facebook aus der Community. Okay, ja. Und zwar die Frage kommt von Edgar Hoffmann. Kann man zu viele Aktien im Depot haben? Vorausgesetzt, man hat eine vernünftige Streuung über mehrere Branchen und keine Doppelungen. Empfiehlt es sich, die Anzahl der Positionen überschaubar zu halten oder spielt das überhaupt keine Rolle? Nee, also zu viele Aktien kann man nicht im Portfolio haben unter den genannten Bedingungen gerade. Also wenn man wild Aktien sammelt, weil einem alles irgendwie gefällt, ist es natürlich kritisch. Wenn man eine Strategie dahinter hat und genau auf Branchendiversifikation, auf Währungsdiversifikation, auf geografische Diversifikation achtet, kann man nicht zu viele Aktien haben. Vorausgesetzt natürlich, man hat jetzt auch die Zeit, sich darum zu kümmern, weil Devise ist ja nicht nur Buy and Hold, sondern Devise ist Check and Buy and Hold and Check. Again and again, also regelmäßig natürlich prüfen, selbst wenn es nur einmal im Jahr ist, wer sich das nicht zutraut, einmal im Jahr jede von den vielleicht 200, 250 Aktien, die man dann unter Umständen in einem großen Depot hat, in die Hand zu nehmen, gedanklich und mal nachzugucken, ob noch alles läuft, ob die Dividenden zuverlässig kommen, ob die Qualitätskriterien erfüllt sind, der ist dann irgendwann doch besser bedient, das Depot zu reduzieren, ansonsten zu viel eigentlich nicht. Und weil ich es gerade gesehen habe auf dem Screen, was sind Doppelungen? Naja, Unternehmen aus derselben Branche und vielleicht auch noch aus demselben Land oder demselben Rechtsraum, das sind dann natürlich Doppelungen. Das sehen wir relativ häufig in Portfolios, wenn Anleger das kaufen, was sie kennen, dann hat man gewisse Klumpen im Lebensmittelbereich oder im Bereich Mode, ja, dann ist da zum Beispiel eine Zara drin. Oder dann Gaming. Gaming. Ja, dann hat man eine Zara, man hat eine H&M, man hat eine Boss, man hat eine Gary Weber, man hat eine Abercrombie & Fitch, vielleicht schlimmerweise auch noch, minus 20% gestern wieder, aber man hat zum Beispiel nichts aus dem... Ja, dann kann sie jetzt aber nicht mehr fallen, oder? Sie kann immer noch 100% fallen, von dem genau. Niveau aus. Ja. Es kann also immer noch, es kann immer noch runtergehen, aber solche Klumpen sind schlecht, weil man dann zum Beispiel nichts in den klassischen alten Industrien hat und auch dort gibt es gute Dividendenzahler und dort gibt es gute Unternehmen. Das haben spätestens die Anleger bereut letztes Jahr, auch in der Wertentwicklung, die dann nach Trump keine Industriewerte hatten, weil die sind dann einfach mal richtig gut gelaufen. Ganz interessant, parallel hierzu zu unserem Livestream scheint irgendwie gerade der Kryptowährungsmarkt irgendwie stark zu korrigieren. Hier steht überall die ganze Zeit irgendwas vom Kryptowährungscrash. Kann der Henrik vielleicht mal gleich parallel ein bisschen gucken. Ja. Finde ich ganz lustig. Aber ganz interessant auch noch, was ich gerade gelesen habe auch noch, ist, wie stehst du denn allgemein so zu Dividendentiteln so aus dem Ölsektor, die teilweise schon so aus der Substanz anfangen zu zahlen und so. Siehst du da noch ein Potenzial oder sagst du, vorsichtig? Ja, vorsichtig. Vorsichtig. Ja, also da hängt es auch sehr, sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Ist das jetzt ein reiner Ölförderer? Ist das Downstream? Ist das Midstream? Ist das Upstream? Also wo in der Wertschöpfungskette ist die Gesellschaft drin? Wann immer eine Dividende aus der Substanz gezahlt wird, also wenn selbst über einen Zeitraum von 3 Jahren mehr Dividende ausgezahlt wird, als Gewinn angefallen ist, dann müssen die Warnlampen angehen. Dann kann man eine Aktie vielleicht als Spekulation kaufen, wenn man sollte sie nicht mit der Idee kaufen, man hat hier zuverlässige Dividendeneinnahmen, eine schöne Rendite von 5, 6, 7%, sondern man muss einfach damit rechnen, egal wie schön die historische Kontinuität ist, wenn es nicht eine massive Korrektur am Ölmarkt nach oben geben sollte, eine Trendwende, dann ist es eine Frage der Zeit, bis diese schönen Erträge wegbrechen und dann hat man sich reich gerechnet, dann werden die Dividenden dramatisch gekürzt. Insofern, man sollte sich darüber bewusst sein, die meisten Ölunternehmen sind jetzt wirklich Spekulationen auf eine Erhöhung des Ölpreises, aber nicht mehr auf sichere Dividenden. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ein bisschen breiter aufgestellt sind. Eine davon, da ist Warren Buffett sehr stark engagiert, soll keine Empfehlung sein, einfach mal eine Inspiration zum Nachgucken. Philips 66 kennt man in Deutschland unter anderem durch die Jet-Tankstellen, die gehören nämlich auch dazu. Mhm. Henrik, wieder von Facebook was Neues, oder? Ja, hier gibt es was Neues mittlerweile. Ich wollte nur mal kurz ein Update geben zu den Krypto-Sachen, die vorhin gekommen sind. Also es ist in der Tat so, dass im Schnitt ungefähr 20% Korrektur gerade in den letzten 24 Stunden passiert ist. Also man sieht auch, dort gibt es Risiken. Auch dort gibt es Risiken, sind natürlich super volatil. Aber Bitcoin nicht so stark, ne? Bitcoin nur in Anführungszeichen minus 6% in den letzten 24 Stunden, aber ansonsten, wenn wir mal so in den Top 100 runterscrollen, sind wir im Schnitt bei ungefähr 20% minus.
derzeit. Na gut, aber wir machen jetzt hier keine Börsenberichterstattung. Genau. Das ist, interessiert uns Dividenden- und Aktieninvestoren ja eh weniger, obwohl ja viele von euch auch in Kryptowährungen interessieren. Aber ihr seid euch ja von Anfang an über die Risiken auch bewusst gewesen, hoffentlich. Und von daher ist das ja jetzt für euch kein großes Event, oder? Genau. Und du hast gerade schon das Stichwort Dividenden nochmal gesagt. Hier kommt noch eine Frage direkt zum Dividendenadel-Projekt oder Konzept von Christian. Und zwar, wieso ist ein Kriterium einer Dividendenadel-Aktie eine Ausschüttungsquote von 75%, da diese Quote oft sehr branchenabhängig ist? Wäre es sinnvoller, die Quote der Branche anzupassen, zum Beispiel nicht zyklische Konsumgüter, Automotive oder Technologie, und daran die Aktien auszuwählen? Ja, man kann in Einzelfällen immer was machen. Also grundsätzlich ist ja der Ansatzpunkt von Dividendenadel das KISS-Prinzip, Keep It Simple, Stupid, aus dem Film bestens bekannt. Deshalb einfach eine simple Vier-Regel-Methodik, wo eben eine die Ausschüttungsquote ist, und zwar nicht 75% genau, sondern als Korridor 25-75%, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist etwas, was für 90%, 95% der Unternehmen zu sehr soliden Ergebnissen führt. Ich gebe zu, es gibt immer wieder einzige Grenzbereiche, einige Spezialitäten, Geschäftsmodelle, die man auch mit einer deutlich höheren Ausschüttungsquote in der Tat valide führen kann. Etwa im Tabakbereich, in Deutschland kann man nennen Amadeus Fire, die eine Vollausschüttung machen, oder Syzygy, und trotzdem sehr, sehr langfristig und kontinuierlich zahlen können. Aber das sind Grenzbereiche. Grundsätzlich auf der ersten Ebene ist Dividendenadel der Versuch, Dinge sehr, sehr einfach zu halten. Mit den Schnellchecks, die es ja jeden Tag gibt, also aktuell haben wir zum Beispiel die Partners Group als Aktie im Check auf der Website. Da können wir dann auf solche Feinheiten auch eingehen, und bei Facebook kann man ja auch immer mal wieder Aktien vorschlagen, die ich mir dann im Schnellcheck anschaue. Da gibt es jeden Tag 1 bis 2 neue. Okay, hier war noch eine interessante Frage, so ein bisschen zum Thema Market Timing. So. Wartest du ab und zu so irgendwie auf Korrekturen oder kaufst du einfach immer, wenn Geld da ist? Nein, also ich habe natürlich immer eine gewisse Cashquote, die auch manchmal etwas größer ist, weil ich drumherum ein paar unternehmerische Aktivitäten habe, und manchmal kommt da ein bisschen Geld zurück. Momentan ist es so, dass ich dieses Cash nicht aktiv in den Markt donnere. Ich habe ein paar Themen, die ich kontinuierlich investiere, und ansonsten ist es in der Regel so, dass ich Aufstockung mache, wenn es irgendwo relativ gesehen zum Gesamtportfolio runtergeht. Das heißt also, entweder wenn das Gewicht einer Aktie durch Kursverluste gefallen ist, ich aber gleichzeitig alle Kriterien noch im grünen Bereich habe, oder es kann ja auch sein, in einem steigenden Markt, eine Aktie bleibt einfach zurück, dann dort mal einfach ein bisschen aufzustocken, um so eine gewisse Gleichgewichtung im Portfolio beizubehalten. Okay. Boah, also man hätte wie aus der Pistole geschossen, kommt hier bam, bam, bam die Antwort. Ja, sehr cool. Jetzt kommt die nächste Frage. Genau, und zwar der Marco Hau gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann quartalsweise Dividendenausschüttung in Deutschland erleben werden? Also seid ihr noch... Oh, sorry. Ja. Geht noch weiter? Nee, das war schon das Ende. Vielen Dank und liebe Grüße. Also okay. Quartalsweise Dividendenausschüttung in Deutschland. Wie da deine Meinung oder Einschätzung zu ist. Habt ihr da nicht mit Jonathan irgendwas? Ja, ja, wir haben in der Dividendengruppe mit Jonathan und auch mit Marc Tüngler von der DSW ein kleines Fass aufgemacht. Ich habe das auch erfreulicherweise über ein paar Medien dann ziehen können. Da sind einige drauf eingestiegen. Trotzdem, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir dieses dicke Brett innerhalb der nächsten 5 Jahre gebohrt kriegen, würde ich mal sagen, unter 10%, weil es einfach auf Seiten der Unternehmen und auch auf Seiten des Regulators nicht die Bereitschaft gibt, das haben wir gesehen, da jetzt wirklich etwas zu machen. Das ist schade, weil eben Quartalsdividenden es ermöglichen, diesen monetären Nieselregen darzustellen, dass also, wenn man ein paar Aktien im Portfolio hat, quasi jeden Monat oder in der Regel dann sogar jede Woche irgendwoher Dividende kommt. Aber man kann sich das ja ein bisschen auch dadurch darstellen, dass man, was man sowieso tun sollte, internationale Werte ins Depot nimmt, in den USA Quartalsdividenden gang und gäbe. Und auch in Europa gibt es einige Unternehmen, die quartalsweise zahlen. Kann natürlich nie
das einzige Kriterium sein für ein Investment. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die man im Portfolio haben sollte, aber ich darf nicht eine Aktie kaufen, nur weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Dividende zahlt. Insbesondere das auch an die Adresse aller gerichtet, die sich mit den sogenannten Monatszahlern beschäftigen, also Gesellschaften, die wirklich monatlich Dividende ausschütten. Mhm. Das ist von der Psychologie her eine super Sache. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, die meisten davon sind Immobilienwerte, Rohstoffwerte so, ja. Oder die BDCs, also die Business Development Corporations aus den USA. Sowas wie Aurelius, nur noch mal drei Nummern schärfer. Und da muss man sagen, da holt man sich natürlich Zinsrisiken rein, unternehmerische Risiken rein und Klumpenrisiken rein. Das kann man in einer gewissen Dosis machen, aber man darf das nicht als alleinigen Entscheidungsgrund nehmen. Das ist wie mit dem Bier auf Mallorca, ne? Gewisse Dosis, aber nicht übertreiben. Hier kam noch was auch so zum Thema. Oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was kam da gerade nochmal? Warte, ich scroll nochmal ein bisschen. Hier, genau. Wie sieht es denn aus mit so Dividenden, mit Anleihen und Coupons und so? Spielen die nicht auch eine Rolle beim... Ich find Anleihen super. Ich habe das eben schon mit Kolja besprochen. Und, Daimler beispielsweise ist ja ein sehr beliebter Dividendenwert. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an eine Daimler-Anleihe, die ich mal hatte im Jahr 2009. Dreijährige Anleihe mit 9% PA Zinsen. Also wenn ich die heute nochmal kriegen würde, ich würde sie heute sofort wieder nehmen. Problem ist, es gibt sie nicht. Also ich würde jederzeit Zinsen nehmen, aber Zinsen gibt es nicht. Zumindest nicht in der Höhe, die auch nur ansatzweise das Risiko kompensieren. Das ist, und im Übrigen, was ist mein Grundproblem mit Anleihen, weshalb sie niemals ein großer Bestandteil meines Portfolios sein werden, sondern immer nur so Spezialsituationen sein werden? Ich sehe das einfach als Kaufmann, der seine Bilanz aufstellt. Und wenn ich das mache, habe ich doch lieber werthaltiges Anlagevermögen als Forderung gegen irgendjemanden, die ich in der Bilanz stehen habe. Und Aktien sind Sachwerte, eine Beteiligung am Vermögen von Unternehmen, am materiellen und am immateriellen Vermögen, an der Ertragskraft, während Anleihen immer nur eine Forderung gegen den Emittenten sind. Dafür kriege ich einen fixen Zins. Es ist schön, wenn der Emittent überlebt, aber ich habe erstens keinerlei Upside und zweitens, man sieht das gerade in diesem Bereich der Mittelstandsanleihen, wo ja auch 6%, 7%, 8% geboten wurden. So, da haben wir viele, die nicht geplatzt sind, aber die schon im Vorfeld die Investoren vor die Wahl gestellt haben. Also entweder melden wir Insolvenz an oder ihr verzichtet mal auf 50% eures Geldes und auf die Zinsen. Insofern, mir gefällt die Rechtsposition nicht, einfach aus der kaufmännischen Logik heraus. Ja, das ist dann, da haben wir schon mal ein Video mit dem Richie Rich von der Börse Stuttgart gemacht, zum Thema ja die Anleihen vom Bäcker, ja, die es morgens zum Brötchen dazu gibt. Mit 5% Zinsen, da muss man natürlich auch genauso aufpassen wie bei Aktien. Aber man sieht auch, Christian hat schon Anleihen gehabt im Portfolio. Man darf nichts generell jetzt einfach ausschließen, außer CFD-Kontrakte und binäre Optionen und den ganzen Müll. Okay. Kommen wir zurück zu unserem blauen Mann von Facebook. Ja, genau. Ich habe extra mein Facebook-T-Shirt angezogen. Und zwar, hier kommt der Andreas hat mehrere Fragen. Ich splitte das einfach mal auf, weil das sonst viel zu viel ist. Oh ja, sehr, sehr lang. Genau. Hier fragt jemand direkt an Christian. Folgst du selbst ausschließlich deiner Dividendenstrategie, so wie du sie in deinem Dividendenadelbuch vorgestellt hast? Oder hast du privat auch Aktien, die in Klammern noch keine Dividende ausschütten, wie Berkshire oder Alphabet? Ich denke, an Berkshire kommt man fast nicht vorbei. Wie sieht es da bei dir aus? Ui. Ja, in der Tat. Also du hast ja gesagt... Es ist prozentual, wie gesagt, schwankt das aufgrund der unternehmerischen Aktivitäten immer ein bisschen. In der Bilanz deutlich mehr als die Hälfte, meistens 60-70% ist in Dividendenstrategien gemäß dem magischen Viereck, den Schnellchecks, dem Profil, dem Buch investiert. Teile davon natürlich deutlich langfristiger, weil ich es auch nicht umschichte und weil ich mit meinen Dividendeninvestments angefangen habe vor dem Jahr 2009, als es diese steuerliche Regel gab. Und da geht man natürlich nur im äußersten Notfall dran, wenn man befürchtet, dass ein Unternehmen pleite gehen könnte. Aber soll das nicht irgendwie auch wieder abgeschafft werden? Jetzt das 100.000 Euro begrenzt? Das für Fonds. Aktien sind noch nicht davon erfasst. Also ist mal wieder ein noch Argument, ja? Argument warum es... Ja, ich hoffe natürlich, warum es das Direktinvestment an der Stelle mehr lohnt. Aber ansonsten habe ich natürlich ein paar Sachen dabei. Eine Geschichte haben wir mit Koya heute in Videos besprochen. Die kommt demnächst, die Piotrowski-Strategie. Das ist für mich so eine Nebenwerte-Strategie für den deutschen Markt, die ich da verfolge. Ansonsten
Natürlich eine Berkshire habe ich, eine Amazon habe ich, eine Alphabet auch. Ich habe das immer mal wieder auch im Blog geschrieben, nebenbei so etwas, das nenne ich Spaßportfolio. Da habe ich alles drin, was ich irgendwie ganz cool finde, in ganz, ganz kleinen Investmentdosen, was aber irgendwie nicht in meine Strategie hineinpasst. Also nur dann so immer so im Millionenbereich. Ja, das, bei dir. Ja. Million Slotti oder türkisch Lira. Nein, das sind einfach Dinge, wo ich sage, Mensch, das finde ich ganz witzig. Da gehörte übrigens eine Facebook relativ frühzeitig dazu. Da gehörte aber auch Windeln.de dazu. Da gehörte Rocket Internet dazu. Das Tolle in diesem Spaßportfolio ist immer, ich stelle da fest, eine Aktie kann nur um 100% fallen. Oder auch eine GoPro, eine Fitbit, ne? Alles cooles Zeug, was aber an der Börse nicht gelaufen ist. Aber wenn man dann halt eine Google, wenn man eine Amazon oder wenn man eine Facebook drin hat, kann man sich auf der anderen Seite diese Experimente durchaus leisten und unterm Strich steht doch noch eine ganz ordentliche Rendite. Es ist natürlich in erster Linie Spaß, aber unterm Strich habe ich damit Geld verdient. Außerdem hilft es einfach mir persönlich, wenn man auch nur eine homöopathische Dosis in der Aktie hat, verfolgt man sie einfach, man hat Skin in the Game und man spricht auch einfach ernsthafter über das jeweilige Unternehmen, egal ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft. Okay. Mhm. Okay, spannende Antwort. Die nächste Frage von Andreas. Die ist jetzt ein bisschen länger, aber eigentlich relativ simpel. Ich finde deine Dividendenstrategie gut und könnte mich damit anfreunden, beispielsweise das Nordamerika 10 Portfolio und das Deutschland 250-10 Portfolio zu investieren. Glaube aber, dass es aus steuerlichen Gründen mehr Rendite bringt, die, in Klammern, Dividendenaktien lebenslang zu halten und damit die Kursgewinne nicht beim Umschichten versteuern zu müssen. Halte daher eine gute Mischung aus Dividendenaristokraten und Aktien wie Berkshire, Danaher, Alphabet und so weiter im Rahmen einer Vermögensverwaltungs GmbH, macht deine Strategie aber sicherlich Sinn. Was? Bitte nimm zu der Problematik Stellung, dass die Steuer bei deiner Strategie die Rendite kaputt macht im Vergleich zu Buy and Hold. Ich glaube, der letzte Satz ist so der Kern der Frage. Oh, jetzt siehst du, ja, da kommt ja auch ein bisschen Kritik jetzt. Hier. Nein, das ist völlig richtig. Es hängt halt immer, ist halt immer die Frage, wie man das Ganze verbrieft, ob es einem darum geht, wie eng man auch am Markt sein möchte. Die Strategien in der Form, wie sie auf der Website sind, sind die aktivste Interpretation dieses Mechanismus, nämlich der Gestalt, dass man wirklich sagt, man nimmt Unternehmen, die nicht mehr in der Top 10 sind, am Jahresende raus und ersetzt sie entsprechend durch besser platzierte Aktien. Dadurch hat man einen Umschlag von 50% und aus dem Blickwinkel von Transaktionen und von Steuern ist es natürlich inferior untergeordnet gegenüber einem reinen Buy-and-Hold-Portfolio. Man kann das Ganze aber natürlich auch eine Spur defensiver machen, dass man also eine Aktie nur dann herausnimmt, wenn sie wirklich aktiv eine Grenze verletzt, also zum Beispiel die Ausschüttungsquote wirklich über die 75 geht oder die Dividende eben nicht erhöht wird oder die Dividende gesenkt wird, indem man die Kriterien lockert. Auf diese Art und Weise kriegt man den Turnover, also den Umschlag, deutlich nach unten und auch der Steuereffekt wird entsprechend reduziert. Darüber hinaus ist halt immer die Frage, in welchem Mantel man das Ganze hat. Wenn man das in der Vermögensverwaltungs GmbH hat, sieht es schon wieder ganz anders aus. Wenn man das im Zertifikatemantel, im Fondsmantel hat, sieht es auch wieder anders aus. Insofern, also ich nehme auch nicht immer diese Portfolios auf der Website. Das ist ja nicht alles, was Dividendenadel bietet. Das ist ein Ausschnitt, einfach ein Showcase. Das sind Dinge, die wir selber umsetzen. Aber genau das, was du auch sagtest in deinem Post, eine Mischung aus Dividendenwerten, breit gestreut nach Branchen und auch nach Währungen und Ländern. Das ist es. Ich versuche halt auch mit den Strategien auf der Website einfach einen Showcase dafür zu zeigen, dass man nicht unbedingt immer aktiv hin und her handeln muss. Da ist der Steuernachteil übrigens noch größer. Mhm. Und dass es auch nicht wirklich eine Geheimwissenschaft ist, jetzt mit 10 Aktien einfach Dividendeneinnahmen zu generieren. Aber die Listen, auch die Schnellchecks, der gesamte Content soll ja auch genügend Ansatzpunkte geben, seine eigene Strategie daraus zu machen. Und ich würde ja niemals diese Hybris haben zu sagen, also das ist jetzt meine Masterstrategie und die müsst ihr jetzt alle abbilden, weil das ist die einzig wahre. Sondern das Wesentliche ist ja, dass wir anhand dieser Showcases einfach auch im Buch zeigen wollten,
viel wichtiger als die Frage, kaufe ich jetzt Siemens oder ABB, ist die Gesamtstrategie, die man oben drüber hat. Und wenn jetzt einer sagt, Mensch, also 75%, das passt mir jetzt als Ausschüttungslimit aber überhaupt nicht, sondern bei Tabakwerten mache ich jetzt 100%. Ja, bitte, es ist ja nirgendwo als Gesetz reingeschrieben, aber das ist ja genau das, was jeder für sich entscheiden muss. Regeln kann man definieren. Man sollte sich nur, wenn man sie einmal definiert hat, auch an diese Regeln halten. Ja. Yep. Okay. Dann noch eine letzte Frage aus der Aktien. Genau, weil dann wollte ich noch ein bisschen auf... Ja. Genau, und zwar fragt der Ibrahim nach der Kombination von Value Investing und der Dividendenstrategie. Und zwar, kann man eine höhere Rendite erzielen, wenn man die Dividendenstrategie mit Value-Strategie kombiniert? Zum Beispiel Aktien kauft, die gleichzeitig die Dividenden-Adel-Kriterien erfüllen und gleichzeitig niedrige KBV und KGV haben. Und er fragt noch nach einer generellen Stellungnahme zu Value Investing und gibt gleichzeitig noch einen Dank mit für die Arbeit, die du für Anleger in Deutschland machst. Er greift schon ein bisschen unsere Videos vor. Ja, ja, also genau das, um das geht es auch in diesem ganzen Komplex der beiden Piotrowski-Videos. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten zu der Dividendenstrategie, die man ja als Shortlist, zum Beispiel auch die Dividenden-Adellisten begreifen kann, noch irgendwelche Faktoren dazu zu packen. Das kann was Fundamentales sein, das kann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis sein, das kann auch durchaus was Technisches sein. Es gibt Ansätze, die die Dividendenstrategie mit Momentum-Ansätzen kombinieren. Kann auch durchaus sinnvoll sein. Es gibt darüber eine ganze Reihe von Studien. Einfach mal googeln, da kann man sehen, ja, das funktioniert grundsätzlich, zumindest im Backtesting. Für mich selber ist entscheidend der Cashflow, weil ich muss von irgendwas leben. Deshalb sind für mich die Dividenden und die langfristigen Zahlungsströme möglichst zuverlässig besonders wichtig. Deshalb ist mir Qualität an der Stelle wichtiger als jetzt der möglichst günstige Einkaufspunkt. Es gibt auch sehr gute Qualität, die immer zu teuer ist, aber trotzdem immer teurer wird. Das ist im Aktienbereich zum Beispiel eine Fresenius in den letzten Jahren gewesen. Das sind im Immobilienbereich zum Beispiel Wohnungen im ersten Bezirk in Wien. Die waren immer zu teuer, sind aber trotzdem im Preis immer weiter gestiegen und werden auch weiter steigen. Auch das ist wieder eine Frage der persönlichen Definition. Wir zeigen jedenfalls in diesem Piotrowski-Video eine Möglichkeit, wie man einen zusätzlichen Faktor reinbringen kann. Und gerade weil du Kurs-Buchwert-Verhältnis angesprochen hast, wenn dich das interessiert, unbedingt das Video anschauen, weil da geht es nämlich darum, wie schlimm eigentlich eine reine Kurs-Buchwert-Strategie, wenn man sie nackt anwendet, ausgehen kann und wie gut man sie mit einem solchen Qualitätsfilter wie Piotrowski dann doch verbessern kann, deutlich über Indexniveau. Kurze Nebeninfo an dieser Stelle, dieses erste Video mit Christian zusammen kommt am nächsten Dienstag, also genau in einer Woche, und das darauf folgende, Teil Nummer 2, kommt dann an dem Freitag. Weil das auch gerade gefragt wurde. Ja, gehen wir doch mal, kam noch eine Frage oder? Genau, und zwar von der Dividendenadel. Okay, Seite. Ja, von deinen Leuten wollen wir natürlich auch noch ein paar. Gleichberechtigung, zumindest ja. Social Media mäßig. Genau. Genau. Und kam auch schon von der Frau irgendeine Frage, wo wir gerade bei Gleichberechtigung sind oder? Ich kann es leider nicht erkennen. F-A, Leerzeichen T-I-H, könnte ein Mann oder eine Frau sein. Ich sage jetzt einfach mal, es ist eine Frau. Und zwar, er bittet um eine kurze Einschätzung zu Healthcare. Dann sagte er. Würde mich interessieren. Im Moment sind diese sehr preiswert zu haben und im Vergleich zu Retail meiner Meinung nach deutlich risikoärmer, da die Lebenserwartung durchschnittlich immer ansteigt und es immer mehr ältere Menschen geben wird. Schöne Grüße. So, Reits, hast du ja gerade schon so ein bisschen Thema. Ja, also ja, speziell halt Healthcare REITs, ja, also Real Estate Investment Trusts, Immobilienaktien in den USA, da gibt es ein riesiges Reservoir und eben nicht nur Wohnimmobilien, nicht nur Gewerbeimmobilien, nicht nur so Spezialitäten wie zum Beispiel Self-Storage, sondern auch eben Healthcare REITs, also Krankenhausimmobilien, Pflegeheime, Seniorenresidenzen. Dieser ganze Bereich hat momentan sehr, sehr hohe Dividendenrenditen, auch bei sehr guten Unternehmen. Wir haben einfach zwei Risikofaktoren hier. Das eine ist, wie bei allen REITs, die Zinsentwicklung, die sind relativ hoch finanziell geleveraged, das heißt, die arbeiten mit hohem Fremdkapital, das Fremdkapital wird teurer, das heißt, das drückt dann unter Umständen auf die Rendite, wenn die Finanzierungen nicht langfristig genug sind, und dann könnten die Dividenden darunter leiden. Das zweite Thema ist, Trump hat gesagt, er will unbedingt ans Gesundheitswesen ran. Keiner weiß genau, wie sich das am Ende auswirken wird. Deshalb schickt man diese Aktien in den Keller. Das kann am Ende wirklich eine teure Sache werden. Meiner Einschätzung nach allerdings vor allem für die Betreiber. Das wird aber natürlich die REITs auch dann irgendwie treffen. Wenn die Betreiber weniger Geld haben, können sie sich am Ende natürlich
auch die bisherigen Mieten in den Immobilien nicht leisten. Insofern, das ist eine riskante Sache, aber Risiko ist ja per se mal nichts Schlimmes und es gibt Werte wie Omega Healthcare, auch das keine Empfehlung, sondern nur eine Inspiration, die mit Renditen von 7-8% kommen. Da kann man sicherlich, wenn man in dem Immobilienbereich und in den USA noch gar nicht so wirklich Fuß gefasst hat mit dem Portfolio, jetzt durchaus mal einen Zeh reinstecken, wenn man sich natürlich der Risiken bewusst ist. Kurze Frage ist hier noch gekommen, auch interessant, beim Thema Ausschüttungsquote, werden eigentlich auch Aktienrückkäufe dort mit eingerechnet oder? Nein, Aktienrückkäufe rechne ich nicht damit ein. Ich weise manchmal darauf hin bei den Schnellchecks, wenn ein Unternehmen Aktienrückkäufe macht, das haben wir häufig, dass eine sehr niedrige Ausschüttungsquote da ist und dann sehr hohe Aktienrückkäufe da sind. Aber ich finde Aktienrückkäufe, das ist im Grunde zu Dividenden verhält sich das so ein bisschen wie Steak, Soße und Steak. Ja? Also ich gehe gerne bei uns in Berlin ins Grill Royal und ich bestelle mir dann ein Steak und manchmal kommt auch Steak, Soße drauf. Ich habe mir aber noch nie Steak, Soße pur bestellt. Das heißt also, Dividenden, das ist das, was ich dann wirklich vom Unternehmen zurückkriege, wo ich mit dem Geld auch machen kann, was ich will, wo ich entscheiden kann. Das ist das Steak. Wenn das Ganze garniert wird mit Soße und einem Aktienrückkauf, ist das eine feine Sache. Mein grundsätzliches Problem, was ich mit Aktienrückkäufen immer habe, gerade bei deutschen Unternehmen. Dividende kann ich nur aus dem Gewinn ausschütten, Aktienrückkäufe kann im Grunde jeder IOPer machen, die kann ich auch schuldenfinanziert machen und Aktienrückkäufe belohnen ja zunächst mal denjenigen, der seine Aktien loswerden will, der also nicht loyal ist zum Unternehmen, der kriegt nämlich eine zusätzliche Möglichkeit, seine Aktien zu einem letztendlich durch den Eingriff des Unternehmens hier manipulierten Markt zu verkaufen. Mit dem Geld aller Aktionäre. Insofern, das kann manchmal sinnvoll sein, wenn eine Aktie unterbewertet ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass Vorstände von Unternehmen, und ich kann das aus eigener Erfahrung wirklich auch sagen, genau umgedreht. Dass, genau, die neigen einfach dazu, in ihre Aktie verliebt zu sein, stellen sich gerne gegen den Markt. Bestes Beispiel auch hier wieder Daimler. Die haben 2008 richtig Geld verfeuert, um die Aktie zu stützen. Mussten es am Ende dann sein lassen, weil natürlich der Markt stärker war, aber das Geld hat ihnen dann hinterher gefehlt, weshalb es dann doch zu dieser eben erwähnten 3 Milliarden Anleihe mit 9% kam. Insofern, ja, Aktienrückkäufe sind ein nettes Add-on. Ich sehe das Ganze aus der Perspektive des Aktionärs, des Eigenkapitalgebers, dem man etwas zurückgibt und das sollte man zunächst über eine Dividende kommen. Also da haben Sie dann vielleicht durch Aktienrückkäufe die Anleihen-Coupons von Christian bezahlt, ja, aber ja, interessanter Punkt, habe ich auch so in dem Sinne auch schon mir öfters überlegt bei Aktienrückkäufen, dass es halt immer aufs Management ankommt und auf wie und was, gerade wenn man so sich die Statistiken anguckt von Aktienrückkäufen, sieht man vor allem in Boomphasen sehr häufig Aktienrückkäufe und nicht in den Crash-Phasen, wo die wenigsten noch Geld haben, wo dann Buffett anfängt, eigene Aktien zurückzukaufen und so, ja. Und gerade sowas muss man natürlich auf jeden Fall beachten bei Unternehmen, sonst wird halt einfach Geld vernichtet. Und zumal man ja auch immer dieses Agency-Problem berücksichtigen muss bei Rückkäufen, weil halt ein Manager natürlich auch mit seinem Gehalt und seinen Optionen und so weiter in gewisser Weise bezahlt wird für die Performance der Aktie. Und man also immer gar nicht genau hundertprozentig nachprüfen kann, aus welchem Grund schlägt er jetzt diesen Aktienrückkauf vor, ja. Will er zum Beispiel einfach nur die Aktie stützen, weil er Angst hat, dass sie bald runtergeht oder... Also man darf nichts an der Börse einfach so für gegeben nehmen oder einfach irgendwie ohne nachzudenken und kritisch zu bleiben berücksichtigen, ja. Okay, manche gehen jetzt hier in die Mittagspause, aus der Mittagspause wieder arbeiten, euch natürlich frohes Schaffen weiterhin. Ich wollte noch mal so ein bisschen das Thema anschneiden, das hattest du ja auch mal gesagt, wenn wir jetzt so ein bisschen mal von Dividenden zurückkommen oder wegkommen und so mal so ein allgemeines Thema, so Bildung und Geld und Finanzen und zum Beispiel, du hast ja angesprochen, Kinder, ja, du hast ja auch ein Kind jetzt, noch nicht ganz so alt, 6 Monate oder was, ja, genau, und wie wirst du den an die Börse ranführen, den Sohn? Naja, also er hat ja schon Aktien.
Depot kann man zwar immer erst aufmachen, wenn die Geburtsurkunde da ist. Das dauert in Berlin alles ein bisschen länger, wie ja bekannt ist bei den Bürgerämtern bei uns in der Stadt. Aber ich habe mich im Kreissaal damals bei der Geburt umgeschaut, was sind dort für Unternehmen präsent. Und es war dann Fresenius, Drägerwerk, Fisher & Paykel und Philips, die ich so auf den ersten Blick gesehen habe. Davon habe ich ihm dann was gekauft und als er dann ein Depot hatte, übertragen. Also das waren jetzt mal so seine ersten Aktien. Das ist natürlich folkloristisch mit dem Print von seinem Geburtsdatum, 6.2. Aber ganz klar, er wird natürlich da herangeführt, weil das Thema bei uns sowieso immer irgendwie eine Rolle spielt, wird er das mitbekommen. Und ich werde natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dafür sorgen, dass ein bisschen mehr auf dieses Depot eingezahlt wird, wobei die wichtigste Vorsorge natürlich Bildung immer ist. Ja, absolut. Und man muss halt immer auch gucken, ich habe mir das auch gesagt, so ich werde ja ihm das Thema nicht aufzwingen, meinem Sohn, ja, sondern ich werde es ihm halt so auf lustige Art und Weise so beibringen und immer mal gucken, wie so sein eigenes Interesse dabei ist. Ja. Und wenn ich halt merke, er ist in der Phase, wo er sagt irgendwie, lass mich mit so einem Quatsch in Ruhe, ich will lieber in den Wasserpark ein paar Rutschen runterrutschen, dann werde ich natürlich das mit ihm machen und dann irgendwann sagen, ja guck mal, wenn wir jetzt dir so ein Aktienpaket kaufen, dann kannst du dir irgendwie zweimal Wasserpark im Jahr davon leisten mit deiner Freundin später oder irgendwie sowas, ja. Aber mein Vater hat mir damals immer Programmieren beibringen wollen, ja, und das hat halt dazu geführt, dass ich halt einen absoluten Hass aufs Programmieren hatte. Also man muss auf jeden Fall, darf das nicht so zwanghaft machen und einfach so ein paar Aktien ins Depot legen und so Stück für Stück das Vorleben, ne, ist, glaube ich, einfach am besten. Ich habe das bei einem aus der Dividendengruppe gesehen, vielleicht war es sogar eine Mutter, was ich wirklich nett fand, als sich der Junge irgendwie Bonbons geholt hat oder Kekse geholt hat von Mondelez, irgendwie so Oreo-Kekse, hat die Mutti gesagt, Mensch, jetzt hast du dir von deinem Taschengeld hier die Kekse gekauft, aber die Mama verdient dran, weil mir gehört ein bisschen was davon. Ja, davon. Das ist so eine spielerische Art, das finde ich ganz gut. Aber wichtiger jetzt noch als speziell Aktien ist natürlich grundsätzlich zunächst mal, dass Julian irgendwann lernt, also von nichts kommt nichts, sich Regen bringt Segen, nichts fällt vom Himmel. Ja. Man muss was tun und natürlich auch generell auch einen gewissen Respekt vor Dingen. Also ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn Kinder so ihr Spielzeug kaputt hauen oder sowas. Also das hoffe ich, dass ich ihm das schon beibringen kann. Ja, was ich auch letztens gesehen habe, was ich auch sehr gut fand, wie du deinem Kind Steuern beibringst, weißt du das ja, schon? Ja, ja. Einfach 40% von der Milchschnitte abbeißen, ja, und dann weiß das Kind, was Steuern sind. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann von den 40% nur einen Teil runterschluckst und den Rest ausspuckst, ja. Ui, jetzt wird's politisch. Dann wird's noch schlimmer, ja. Okay, haben wir noch Fragen? Ansonsten, ja, sind wir auch eigentlich schon mit 40 Minuten schon wieder. Die Zeit rennt hier bei den Livestreams immer. Aber Christian hat jetzt wirklich so richtig Mehrwert abgeliefert, mit fast alle Fragen, glaube ich, die gestellt wurden, auch beantwortet. Mhm. Und hast du jetzt noch irgendein Herzensabschlussthema, was du noch gerne unter die Leute bringen möchtest hier? Oder möchtest du lieber gleich in den Pool springen, mit das nächste San Miguel genießen? Nein, mir hat das riesig Spaß gemacht und das Herzensabschlussthema ist, dass ich hoffe, dass alle nicht nur dabei bleiben, sondern grundsätzlich auch im Freundeskreis dafür trommeln, dass das, was wir hier machen mit Aktien, nicht irgendwie freakiges Zeug ist, sondern dass das die Möglichkeit ist, sich wirklich als Einzelner am Volksvermögen, am Produktivvermögen zu beteiligen. Und zwar ohne, dass man irgendwo rumdemonstrieren oder Autos kaputt machen muss, sondern da ist man direkt dran beteiligt und geht einfach raus, Leute, macht Lobbying für den Kapitalismus in der Form, wie wir ihn hier leben, wie wir ihn hier erklären. Ja. In 20, 30 Jahren spätestens werden eure Freunde euch dafür dankbar sein, auch wenn sie euch jetzt vielleicht so ein bisschen so wie Freaky Nerds angucken. Ja, das ist auch eine Sache, die ich mir immer wieder denke, wenn ich so überlege, so manchmal ein Rat, den ich irgendwo von einem Ausbilder damals irgendwo bekommen habe. Ich weiß noch ganz genau, es war 2006, da habe ich so eine Fitness-Wellness-Trainerschein gemacht, damals an so einer privaten Schule. Und da hatte ich diesen Ausbilder, der war der erste Mensch jemals, der mit so gesagt hat, ey, sag mal, Koya, du machst das eigentlich richtig krass gut mit diesen ganzen Fitness-Sachen und du könntest richtig was aus dir machen. Mach richtig weiter so, ich glaube an dich. Und es war so voll so, sag mal, ist der auf Drogen? Sowas hat noch nie einer zu mir gesagt. So. Und jetzt im Nachhinein bin ich dem für so vieles so extrem dankbar, ja, dass ich mir immer denke, wow, das war echt richtig sinnvoll,
das einfach befolgt zu haben, was der mir geraten hat, ja. Aber ja, kann man nur sagen, dafür muss man halt wirklich langfristig denken und häufig muss man auch durch Durststrecken mal durchmachen, bis es sich anfängt zu lohnen. Und dann macht es aber besonders Spaß, kann ich nur sagen. Henrik, noch irgendeine wichtige Frage gewesen oder können wir... Alles durch, alle Fragen beantwortet. Das war's von meiner Seite. Dann noch eine Frage. Falls eine Frage noch kommt, sage ich noch kurz meine Meinung und Christian seine. Und dann machen wir den Abschluss für heute. Merkel ist hier dran, aber die hat bestimmt genug andere Themen, die sie jetzt behandeln muss. Kommen keine Fragen mehr. Was sind denn eure zwei zugstärksten Pferde? Sprich, welche Aktien haben die höchste Dividende bei euch im Depot? Die höchste Dividende? Mach du erstmal, ich muss erstmal nachdenken. Also ich muss sagen, also die Frage ist immer, wie man das misst, ja. Ob man jetzt die Dividenden, die aktuelle Dividendenrendite. Ja, die meint er wahrscheinlich. Die aktuelle Dividende, auf den ersten Einstandskurs. Ach, auf den ersten Einstandskurs. Gut, das ist ja sowieso die sagen, ich muss zugeben, ich weiß. Da gibt es ja diese BAFS-Stories mit 50% und so. Hast du auch sowas im Depot, oder? Ja, also ich habe die wirklich ganz großen Renditen habe ich mir natürlich mit den Aktien, die ich in ganz kleiner Dosis gekauft habe. So, also ich habe mir so eine Spaßposition an ProSieben gekauft, ja, damals in der Medienkrise, das hat natürlich ordentlich was gebracht. Ansonsten ja. Muss ich sagen, also bei allem, das war letztens die Frage von der Jessica Schwarzer im Handelsblatt, was ist die beste Aktie, was ist die Aktie eures Lebens? Die beste Aktie, die ich jemals hatte, war mein eigenes Unternehmen. Also insofern ist es immer wichtig, wo ihr dass ihr in gute Unternehmen investiert, aber vor allem in euch selbst. Da ist der allerhöchste Hebel. Bildung hat immer die höchste Rendite und das ist auch das Abschlusswort des Tages. Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Deswegen, Leute, rationale Grüße von der Insel Mallorca. Wir trinken jetzt noch ein, zwei Bier und dann müssen wir irgendwann was essen. Zack.